Ich bin wirklich froh, hier zu sein. Also ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier wirklich richtig bin. Also ich würde erstmal bei meinen Hamstern gucken. Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zur DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herzblatt. Aber heute gibt es die Herzblatt Deluxe Edition. Mhm. Ich werde das Ganze moderieren und hier haben wir unsere drei Kandidaten. Ich setze mich auch schon einmal kurz dazu. Wir sind alle schon mit Herzchen bewaffnet. Genau. Was heißt denn Herzblatt Deluxe? Das werde ich euch kurz erklären. Wir werden jeweils Fragen stellen und die Kandidaten können auf diese Frage antworten. Und danach müssen sie entscheiden, welche Antwort hat ihnen am besten gefallen. Dieser Person geben sie dann eins ihrer Herzchen. Danke. Ja, gib das wieder her. Ich habe hier noch überhaupt gar kein... Jetzt haben wir zwei. Ich rege hier schon ohne irgendwas. Ich will alle Herzchen. Gar nicht, ich habe alle Herzchen. Da hinten ist schon ein wildes Herzchen austauschen. Am Ende werden wir dann schauen, wer hat die meisten Herzen bekommen. Und diese Person darf sich dann entscheiden für die Liebe. Oder für Reichtum. Wir werden gleich sehen. Den Pokal stelle ich erstmal nochmal an die Seite. Denn unsere Kandidaten schlüpfen wieder in Rollen. Ich habe hier drei Kärtchen. In diesen Rollen antworten sie natürlich auf die Fragen, die ich gleich stelle. So, liebe Kandidaten, herzlich willkommen bei Herzblatt Deluxe. Wie geht's Ihnen? Hallo, mir geht's total gut. Ich bin super erfrischt heute und ich bin wirklich froh, hier zu sein, um einfach durch mein tolles Leben zu fahren, bald mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin. Also ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier wirklich richtig bin. Also meine beste Freundin hat mich angemeldet. Die meinte, ich melde dich da mal an, aber wird das auch ausgestrahlt jetzt? Ja, also bin ich auch wir sind gerade live auf Sendung. So, Sie auch herzlich willkommen. Wie geht's Ihnen? Ja, gut, okay. Ja, ist in Ordnung. Ja, alles in Ordnung bei mir. Danke. Die Kandidaten, Sie haben sie jetzt kennengelernt. Und nun starten wir auch direkt mit unserer allerersten Frage. Dein perfekter Sonntag, wie sieht der aus? Wir starten jetzt einfach mal mit Kandidatin Nummer 3. Wie sieht Ihr perfekter Sonntag aus? Also ich würde erstmal bei meinen Hamstern gucken. Und die, okay. Ja, ich hab Hamster. Ja, wie viele? So ungefähr 65 sind das momentan. Mhm. Ja, es sind viele. Ist es nicht lustig? Ich nehme das sehr ernst. Ja, wir haben gerade erfahren, Kandidatin Nummer 3 ist eine Hamsterliebhaberin. Ja, also und wie ihr perfekter Sonntag aussieht. Also die Hamster mache ich dann erstmal alle wach, damit die auch alle wach sind. Und das ist nicht lustig. Die Hamster sind mir sehr wichtig. Ja. Dann kriegen die Hamster ihr Frühstück und dann mache ich mir einen Kaffee. Und dann gehe ich nachher auch ganz gerne mit den Hamstern spazieren. Ich habe so eine extra Trage für die. Und ja, dann verbringen wir eigentlich den Tag. Und ja, manchmal gehen wir auch so in den Park und dann baue ich da so ein kleines Zelt auf für die und dann können die da so schön drin rumlaufen. Oh, ja, das klingt nach einem sehr schönen Sonntag. Wir schauen mal, was Kandidat Nummer 2 dazu zu sagen hat. Wie sieht Ihr perfekter Sonntag aus? Also nicht so viel. Ich bin jetzt nicht so der spektakuläre Typ. Also ich gehe gerne spazieren. In die Kirche gehe ich auch gerne. Und dann gucke ich noch den Tatort zusammen mit meinen Freunden. Ich finde das cool. Ja. Sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir hier Kandidatin Nummer 1. Endlich, es wird Zeit, dass das Mikrofon mal bei mir landet. Also es ist folgendermaßen. Ich bin Influencerin und der perfekte Tag für mich sieht eigentlich so aus, dass ich erstmal aufstehe und dann mache ich mir halt in meinem Van. Also ich habe einen Van und fahre damit halt durch die Gegend und ich habe eigentlich ein super aufregendes Leben. Also ich sehe immer den Sonnenaufgang, das passt total gut zu meiner Herzchenfarbe und dann mache ich mir erstmal morgens so ein Porridge und dann würde ich das erstmal auf Instagram posten. Also für mich wäre das halt auch super wichtig, dass der Partner oder die Partnerin dann auch richtig gute Fotos machen kann. Und im besten Fall kann ich die dann direkt hochladen noch an dem Morgen und dann bekomme ich super viele Reaktionen und Likes und Kommentare. Wie viel Platz hast du in dem Van? Wie viele Hamster können wir da unterbringen? Also ich habe super viel Platz in meinem Van. Ich habe einen so schönen Van und für die Hamster ist das bestimmt auch richtig toll, weil die haben dann echt eine schöne Aussicht und du kannst sie dann halt auch freilaufen lassen. Ich bin voll oft an so Bergseen und so und ihr könnt ja einfach mal bei mir auf dem Instagram, das gefällt den Hamstern sogar noch besser. Ihr könnt gerne auch mal auf meinem Instagram Account vorbeischauen. Vanlife Danja, schaut einfach mal vorbei. Ja, gut. Die erste Fragerunde ist beendet. Jetzt ist es an der Zeit, Herzen zu schenken. Den gibt's
du denn, mein Herzchen? Also, ich würde mein Herzchen, also einfach, weil ich bin halt so ein bisschen abenteuerlustig unterwegs. Und bei dem einen Kandidaten schien mir das jetzt eher so, als wäre nicht so in der Richtung unterwegs. Aber wir haben hier eine Kandidatin mit einer Passion. Und das sind Hamster. Und deshalb würde ich da einfach mein Herzchen hingeben. Ja, an die Hamster. Ein Herzchen geht an Kandidatin Nummer 3. An wen vergeben Sie Ihr Herzchen? Kann ich meine beste Freundin vorher noch anrufen, bevor ich das entscheide, oder muss ich das jetzt entscheiden? Einen Telefonjoker haben wir heute nicht. Achso, okay. Also mit diesem Instagram kann ich jetzt nicht so viel anfangen, weil da sieht man ja auch also dann alles in der Öffentlichkeit. Aber ich mag Tiere sehr gerne, deswegen gebe ich mein Herz auch an dich. Ulala, Kandidatin Nummer 3 hat schon 2 Herzen. Und jetzt werden wir sehen, wem schenkt Kandidatin Nummer 3 ihr Herz zurück? Das würde auch an den Van gehen. Oh, dankeschön. Und deine Hamster können voll gerne bei mir einziehen, wenn das klappt. Sehr schön. Schön, die sind schon richtig romantische Schwingungen. Und wir werden jetzt mal die nächste Frage stellen. Und die hat auch direkt etwas mit Tieren zu tun. Welches Tier wärst du gern? Diesmal fangen wir einfach mal bei Kandidat Nummer 2 an. Also ich wäre gerne ein Faultier. Einfach nur den ganzen Tag nichts machen, rumliegen, ein bisschen gucken, was da so los ist. Das wäre ein schönes Leben, ja. Ein Faultier, ja. Sehr, sehr niedlich, die Faultiere. Dann machen wir mal weiter mit Kandidatin Nummer 3. Ich wäre gerne ein Hamster. Ja, ich glaube, da brauchen wir keine Begründung hören. Alles klar. Und hier, welches Tier wären Sie denn gerne? Also ich wäre gerne eigentlich so jede Art von Vogel, weil dann könnte ich halt so durch die Gegend fliegen und wäre halt super frei. Also so frei, wie ich jetzt eigentlich auch momentan mit meinem Van schon bin. Den habe ich übrigens selbst ausgebaut. Das könnt ihr alles komplett auf meinem Instagram-Account verfolgen. Aber ja, ich wäre voll gerne Vogel, weil dann könnte ich überall hinfliegen, wo ich hin will. Und im Prinzip hätte ich dann halt genau das gleiche Leben wie jetzt. Also ein richtig tolles. Und deshalb wäre ich gerne ein Vogel. Vielleicht ein Adler oder so. Die sind ziemlich cool. Aber das ist gerade für die Hamster. Oh ja, dann vielleicht kein Adler, vielleicht eher ein Wellensittich wäre vielleicht eine gute Idee. Ja, ich denke, wir sind schon bereit, die nächsten Herzchen zu verteilen, oder, meine lieben Kandidaten? Ja. So, wo starten wir jetzt mal? Wir starten bei, eben haben wir hier bei Ihnen gestartet, ne? Genau. Dann werden wir jetzt einfach mal bei Ihnen anfangen. Das ist so schwierig. Kann ich das in der Mitte teilen? Nein. Ich glaube, es geht tatsächlich in die Mitte, Danke. Weil die Vögel sind schon gefährlich. Mhm. Vögel sind schon gefährliche Tiere für Hamster. Also ich muss sagen, dass Vögel gefährlich sind, das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite haben die bestimmt eine coole Aussicht da oben. Deswegen würde ich mein Herz an dich geben. Ja, das kann ich verstehen. Dankeschön. Danke, und danke. Kandidatin Nummer 1. An wen geben Sie heute Ihr Herz? Also ich muss sagen, ich finde es gerade richtig schwierig, weil ich mag halt alle Tiere. Also ich mag halt Hamster und ich mag halt auch Faultiere. Aber zu meinem Vanlife passen beide eigentlich. Also, aber ich glaube, diesmal würde ich mein Herz an das Faultier verteilen. Einfach, weil mein Leben halt so entspannt ist und ich will das halt auch celebraten, dass das Leben so entspannt ist und so. Vor allem, wenn man halt einen Van hat und in dem Van auch wohnt. Und deshalb würde ich diesmal das Herz an das Faultier verteilen. Vielen, vielen Dank. Ach, schön. Es geht weiter. Wir haben hier Frage Nummer 3. Und zwar, was würdest du mit 100.000 Euro machen? Was würdest du mit 100.000 Euro machen? Eine gute Frage. Wo fangen wir denn jetzt an? Ich glaube, haben Sie schon zuerst geantwortet? Nein, ich habe noch nicht geantwortet. Okay. Dann fangen wir mal hier diesmal bei Kandidat Nummer 2 an. Was würden Sie mit 100.000 Euro machen? Naja, also ich würde mir wahrscheinlich schon was gönnen. Ich würde mir, glaube ich, mal eine Kugel Eis kaufen auch. Vielleicht sogar dieses Mal dann auch 3 Kugeln Eis und nicht nur eine. Und was den Rest. Was kostet denn bei euch das Eis? Und den Rest würde ich aufs Sparbuch packen und vielleicht ein bisschen noch was in die Socke unter die Matratze stopfen. Ja, genau, das würde ich damit tun. Ja, interessant. Ja, da ist es ganz gut aufgehoben. Jetzt fragen wir mal hier, was würden Sie denn mit 100.000 Euro machen? Also mit 100.000 Euro könnte ich mir halt schon sehr viel vorstellen, was ich damit machen könnte. Also vor allem könnte ich halt meinen Van ein bisschen weiter ausbauen oder ich würde mir halt noch einen zweiten Van kaufen. Und einen Anhänger, ne? Einen Anhänger zum Beispiel, genau. Oder ich würde mir einfach, also ich würde mir vielleicht auch ein Grundstück kaufen, ein so großes Grundstück, dass ich dort halt mit meinem Van rumfahren kann und immer das Gefühl habe, dass ich dann woanders bin. Also vielleicht so, ich würde mir vielleicht so einen Bergsee kaufen oder sowas. Das könnte ich mir schon vorstellen.
stellen mit 100.000 Euro. Und dann würde ich vielleicht noch einen Teil spenden an die Hamster Foundation. 100.000 Euro sind natürlich viel Geld, aber ob man dafür einen Bergsee bekommt, da bin ich mir nicht sicher. Ich gehe mal zur Kandidatin Nummer 3. Ich bin mir unsicher. Entweder würde ich mir auch einen Van kaufen. Aha. Und würde dann den Van auch hamstersicher umbauen und vielleicht auch einen Anhänger. Noch mehr wären denn dann da auch kleine Anschnallgurte für die Hamster? Ja, selbstverständlich. Ja. Die Hamster würden einfach alles bekommen. Die Hamster sind wirklich sehr... Ein Van und noch irgendwas? Nicht so ganz pflegeleicht. Ein Van, vielleicht ein Anhänger. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das ist schon alles nicht so ganz günstig mit den Hamstern. Ja. Muss da auch wirklich auf die Qualität achten, dass das wirklich sicher ist für die Hamster. Ja, ja, das stimmt. Ja, wieder drei sehr interessante Fragen. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden würde. Aber wir hören mal, wie sich unsere Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden. Wer bekommt in dieser Runde das Herz? Fangen wir hier an. Also mein Herz geht diesmal ganz klar an die Hamster-Fraktion, weil, ich meine, da ist das Wort Van gefallen und falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ich bin halt Van-Influencerin und deshalb finde ich irgendwie, also weil sie das halt so gesagt hat und so, finde ich, passt das voll gut zu voll mir, sweet, deshalb ne? würde ich da das Herz hingeben. Dankeschön! Ich gebe das auch schon mal direkt zurück. Ah! Ja. Ich bin mal so, weil... So frei, ne? So frei, ich bin mal so frei, weil das inspiriert mich auch gerade so. Ich fühle mich sehr, sehr inspiriert. Ich finde, das passt sehr gut zusammen bei uns. Das ist mein Job, Leute zu inspirieren, ja, mit meinem Van-Life. Also das funktioniert bei mir einfach so perfekt gerade. Ich kann mir das so gut vorstellen mit den Hamstern und den Vans. Ich werde mich mal einmal kurz hier zwischensetzen. Also Kandidat Nummer 2. Also, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich für Sie eine sehr schwere Situation, wenn hier neben Ihnen schon so eine innige Beziehung sich ankündigt. Wem würden Sie denn das Herz das geben? Das ist nicht schlimm, denn ich habe auch schon eine innige Beziehung mit meiner besten Freundin und wir verstehen uns auch gut und sind gut befreundet. Also mein Herz möchte ich eigentlich an beide geben, weil ich finde beide sehr, sehr nett. Aber ich fand das mit der Hamster Foundation auch eine sehr tolle Idee und deswegen gebe ich mein Herz an dich. Dankeschön. Ja, ich spende voll gerne. So, seid ihr bereit für die vierte und letzte Frage? Ja, und ich wollte noch kurz sagen, die Hamster Foundation habe ich gegründet. Wirklich? Ja. Oh, das ist ja toll. Ich habe da schon ein paar Mal hingespendet, wirklich. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so fühlen. Es ist so romantisch. Also mein Herz schlägt schon gleich ein bisschen höher, wenn man merkt, da sind einfach zwei Menschen, die passen gut zueinander. Aber wir wollen trotzdem noch eine letzte Frage stellen. Und die ist, welche Extremsportart würdest du einmal ausprobieren wollen? Ich bin mir nicht ganz sicher, wen ich zuletzt gefragt habe. Ich gehe aber einfach mal zu Kandidatin Nummer 3. Extremsportart. Mhm. Oh je. Ist alles gefährlich für die Hamster. Ist alles gefährlich für die Hamster und ich kann die Hamster ja auch so schlecht mitnehmen. Vielleicht Fallschirmspringen. Vielleicht kann ich mir die so in so kleine Taschen packen. Und dann kann ich die daran festmachen. Das gibt's ja mit Hunden auch, oder? Dass ich die Hamster so mitnehme? Da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus, aber interessante Antwort. Ja. Dann frage ich mal hier weiter, was wäre die Extremsportart, die Sie gerne machen würden? Also eigentlich habe ich vor kurzem schon eine gemacht. Also ich bin spazieren gegangen im Park bei uns im Dorf und da war ein Fluss und da war eine Brücke und da ging es 2 Meter nach unten. Also wenn man da runterfällt, dann fällt man 2 Meter ins Wasser und da bin ich trotzdem drüber gegangen. Also das war schon... Das hast du so toll gemacht. Da hast du dich wirklich was getraut. Ja, das ist nicht einfach. Sehr, sehr mutige Menschen haben wir hier. So, dann hören wir mal hier, was denn hier so... Ja, also ich würde halt voll gerne mal an so einem Straßenrennen teilnehmen, also generell an einem Autorennen, das würde ich richtig toll finden. Vielleicht auch mit meinem Van oder auch mit einem anderen Auto. Also ich finde Autos halt generell toll, aber am besten halt meinen Van. Und da würde ich halt gerne mal teilnehmen und da dann natürlich auch gewinnen. Wie würde ich mich bloß entscheiden? Das sind alles so tolle Antworten, aber ich muss mich nicht entscheiden, sondern unsere Kandidatinnen und Kandidaten. Also, wem geben Sie das Herz? Also ich muss halt sagen, ich fand das jetzt gerade schon echt inspiring, dass du dich so getraut hast jetzt und deine Angst da so überwunden hast. Und deshalb bekommst du in dieser letzten Runde das Herz, weil ich das halt wirklich ganz, ganz mutig von dir finde. Und da muss ich einfach nochmal sagen, wirklich, Leute, das ist doch wirklich, das muss man doch auch einfach mal sagen, wer sich das traut, wer sich sowas traut und da so seine Angst überwindet, der hat auch das Herz einfach verdient. Ganz, ganz viel Vielen Respekt Dank. Dafür. Dankeschön. Danke. Hier direkt einmal weiter. Wo wandert dein oder ihr Herz hin? Also, ich fand euch beide sehr, sehr mutig mit euren Wünschen, aber
In dieser Runde würde ich mein Herz an dich geben. Oh, danke schön. Ja, die Hamster müssen einfach dabei sein. Das ist so wichtig, dass die Hamster dabei sind. Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles für die Hamster. Die sind so glücklich, wenn sie bei mir sind. Oh je, jetzt habe ich noch ein Herz. Ja, du warst so mutig. Aber du hast so gute Ideen und du bist so inspirierend. Ich gebe es auf. Dankeschön. Das macht mich wirklich glücklich und froh. So, dann ist es jetzt an der Zeit, die Herzchen zu zählen. Wir schauen erstmal hier, wie viele Herzchen sind bei dir angekommen? Also ich habe 5 Herzchen bekommen. Das finde ich ist auch schon ziemlich viel. Und ich habe hier auch eine Überzahl der blauen Herzchen, was natürlich schön ist. Okay, dann schauen wir mal hier weiter. Wie viele Herzchen sind hier angekommen? Ich habe 3 Herzchen. Auch schön. Und wie viele Herzen haben wir hier bei Kandidatin Nummer 3? Ich habe 4. 2 gelbe und 2 pinke. Somit steht die Gewinnerin der heutigen Showfest. Und das bin ich. Hi. Schaut gerne auf meinem Van-Kanal vorbei. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Aber Sie wissen ja, jetzt steht noch eine ganz, ganz, ganz schwere Entscheidung für Sie an. Ja. Gehen Sie kurz in sich. Ja. Entscheiden Sie sich für Reichtum oder die Liebe. Ganz kurz einen Moment. Ich würde ganz kurz gerne in meinen Van gehen, um zu meditieren. Ich bin gleich wieder da. So, solange unsere Kandidatin Nummer 1, die Gewinnerin der Show, einmal meditiert, kurz in sich geht, sich entscheidet, es ist auch eine schwere Entscheidung. Ist es eben der Reichtum oder die Liebe? Wir werden es gleich sehen. Ich bin auch schon so aufgeregt, ob wir heute wieder ein glückliches Paar zusammenführen können oder ob eine Person mit, ich zeig's nochmal, was es zu gewinnen gibt, 500 Euro und einem super schönen Pokal diese Show verlässt. Hi, ich bin wieder da. Unsere Kandidatin Nummer 1 ist wieder da. Ja. Und wie hast du dich entschieden? Also, Moment, noch nicht sagen, noch nicht sagen. Also, wie entscheidest du dich? Liebe oder Reichtum? Ja, also ich habe mich wirklich entschieden und ich entscheide mich für mich, also ich nehme das Geld. Was? Ja, also ich nehme das Geld. Hamster. Ja, ich werde davon damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber Foundation eventuell spenden. Aber wir und von dem Rest werde ich mir einen neuen Van kaufen. Ich danke euch vielmals für eure Herzen, das ist wirklich nett von euch. Und ja, also hier das Kleingeld könnt ihr ja nehmen. Danke! Also, in dieser Show hat sich die Kandidatin für Reichtum entschieden. Wie es beim nächsten Mal sein wird, das sehen wir, wenn es wieder heißt Herzblatt Deluxe. Ich muss jetzt erstmal unsere anderen Kandidaten etwas trösten. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal.